Hallo, ich grüße euch aus dem verschneiten Südschweden. Heute ist wenigstens mal ein bisschen Sonne hier. Die narzisstischen Beziehungen verlaufen ja typischerweise in drei Phasen. Als erstes die Idealisierungsphase, wenn Partner sich kennenlernen, wenn Narzissten auf Partnerinnen treffen, mit denen sie eine Beziehung führen wollen, was auch immer das für sie heißt, und nachher dann je nachdem wie lang diese Phase, diese Idealisierungsphase anhält, folgt später die Abwertungsphase und anschließend am Ende, ich sag mal übertrieben, die Entsorgungsphase. Die Phase, wo dann die Beziehung zu Ende geht und die Partner oder die Partnerin von den Narzissten fallen gelassen werden. Bei der Idealisierung wird natürlich manipuliert. So verlockend sich das anhört, idealisiert zu werden von einem Menschen, heißt es doch, in mehrerer Hinsicht manipuliert zu werden. Die erste Manipulation ist natürlich, dass die Menschen, die idealisiert werden, an den Narzissten, an die Narzisstin gebunden werden sollen. Sie sollen endlich das erfahren, wonach sie sich sehen, und je nachdem, wofür sie anfällig sind, in Anführungszeichen, also was vielleicht das ist, was ihnen bisher im Leben gefehlt hat, Anerkennung, endlich mal gesehen zu werden, endlich mal ernst genommen zu werden, was auch immer. Also ganz hohe menschliche Dinge, die wir alle uns wünschen, werden bedient, gezielt bedient. Dabei wird die Person auf eine Art Podest gehoben. Und je höher das Podest für die Person gebaut wird, desto tiefer fällt sie aber in der anschließenden Entwertungsphase. Desto härter ist der Aufprall, dann vom Podest gestürzt zu werden. Das ist aber nicht die einzige Manipulation, die in der Hinsicht stattfindet. Also den Partner an sich zu binden, die Partnerin, damit man glaubt, wie man immer wieder auch hört, dass Menschen meinen, eine Art Seelenpartner gefunden zu haben, endlich verstanden zu werden, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass sie vom Narzissten oder von der Narzisstin gespiegelt werden. Aber die Idealisierung ist eigentlich schon eine Manipulation in der Hinsicht, dass wir alle ja verschiedene Seiten haben. Also wir haben alle so Seiten, die man eben überspitzt idealisieren kann. Und genauso sind wir aber auch anders. Wir sind vielseitig. Wir sind nicht nur die Person, die auf das Podest gestellt wird. Werden aber nur die Seiten von uns hervorgehoben und sozusagen in die Ohren gesäuselt, um es mal zu übertreiben, dann ist das schon, werden wir schon manipuliert in der Hinsicht, dass wir einseitig gesehen, einseitig wahrgenommen werden. Der Narzisst, der sieht natürlich mehr Seiten, oder die Narzisstin. Aber sie macht oder er macht die Idealisierung am Anfang, um den Menschen an sich zu binden. Um ihm vorzugaukeln, dass das jetzt die Beziehung ist, die ihn glücklich machen wird. Wenn er das nicht machen würde, er könnte ja niemals mit der Entwertungsphase starten, dann würden sich die Opfer umdrehen und gehen und sagen, vielen Dank auch, das brauche ich nicht in meinem Leben. Also beginnt die Beziehung mit einer Idealisierung, mit einer geschickten
Man könnte auch sagen, um den Finger wickeln. Dafür gibt es viele, viele Bezeichnungen. Wird man nur einseitig gesehen, ist das eigentlich schon eine Verzerrung des eigenen Ichs. Es wird schon nicht das wahre Ich, das wir haben, wir Nicht-Narzissten haben, gesehen, sondern wir werden verzerrt dargestellt auch. Du bist so, und so weiter. Aber das sind wir nicht nur. Und diese Verzerrung an sich ist schon eine Manipulation. Sensible Menschen könnten dadurch auch schon unter Druck geraten. Denn wenn sie dann als besonders hilfsbereit und so, ich weiß nicht, als was auch immer dargestellt werden, wird es ihnen schwerer gemacht, dann Nein zu sagen und mal zu sagen, jetzt helfe ich nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Das allein ist schon Manipulation, weil die eigene Person verzerrt wird, verzerrt dargestellt wird, in ein verzerrtes Bild auf ein Podest gehoben wird, wo wir alle gar nicht hingehören. Wir sind alle Menschen, ganz normale Menschen. Und schon da fängt es eigentlich an, dass zwar keine Entwertung, aber an sich, die ist noch nicht begonnen in der Idealisierungsphase, aber eigentlich, wenn man es mal, man könnte es ja auch von der Seite sehen, es werden die Seiten, die nicht auf das Podest gehoben werden, schon entwertet. Ohne dass wir das wahrnehmen, das können wir nicht wahrnehmen, weil wir fühlen uns ja so positiv dargestellt. Aber was ist mit unseren ganz normal menschlichen Seiten, dass wir auch ganz normales Empfinden von Ärger, von all den Gefühlen, die uns Menschen ausmachen, wenn diese Gefühle, ja, wenn diese keinen Raum haben bei diesem Bild auf dem Podest, dann ist das schon Manipulation in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber letztlich sensible Menschen, sehr sensible Menschen, könnten schon dort unter Druck geraten, sich ja nicht anders zu verhalten, als so, wie es das Bild auf dem Podest wiedergibt. Und das alles hat nichts, das hat nichts mit einer gesunden Beziehung zu tun, das hat aber auch nichts mit einer wertschätzenden Beziehung zu tun. Denn wenn wir so eigentlich so gesehen werden wollen, wie wir sind, dann werden wir das auch in der Idealisierungsphase ja nicht. Wir werden ja auch dort schon verzerrt, manipuliert und im Grunde vorbereitet natürlich für den Missbrauch. Oder eigentlich werden wir meiner Meinung nach schon in der Idealisierungsphase missbraucht. Ich glaube, dass man das natürlich in der Phase schwer wahrnehmen kann, ist normal. Aber wenn man rückblickend darüber nachdenkt, wie hat alles angefangen? Wann habe ich, man kann ja auch stutzig werden dabei und sagen, der hat aber oder sie hat aber ein positives Bild von mir, das tut zwar gut, aber irgendwie könnte sich auch schon in der Phase ein ungutes Bauchgefühl melden, dass wir natürlich dann, da wir uns hier so verstanden und so gewertschätzt fühlen, dass, weil es uns sehr mit einer schauspielerischen Täuschungsleistung verkauft wird, dass es um uns geht, und das geht es ja nie. Um uns, also um die Person, die mit einem Narzissten oder einer Narzisstin in Beziehung geht, geht es nie, das ist klar. Und deswegen ist auch schon die Idealisierungsphase in meinen Augen eine Manipulation. Einhergehend mit der Spiegelung, das ist klar, indem wir das, was wir uns wünschen, das, was wir auch wirklich an positiven Eigenschaften haben, gespiegelt bekommen. Und dann natürlich in diesem Narzissten oder in dieser Narzisstin einen Menschen sehen in dem Moment, der uns liebenswert erscheint. Liebenswert sind wir aber selbst, denn wir sehen ja bei einer Spiegelung uns selbst. Wir sehen uns selbst, wir sehen nicht den Narzissten. Der ist ja versteckt hinter einer Maske. Das wahre Selbst, das hat er weit, weit weggesperrt. Das bekommen wir erst später zu sehen. In der Entwertungsphase, hinter verschlossenen Türen,
Und das ist bei verdeckten und offenen Narzissten genauso. Das ist also kein, da gibt es also diese Phasen, finden bei allen beiden statt. Nur, dass sie ganz unterschiedlich aussehen, das ist klar. Bei einem offenen Narzissten ist das eher, dass er seinen Opfern dann erzählt, dass er ganz genau wahrnimmt mit seiner, also die Narzissten haben ja eine, eher eine, keine wirkliche Empathie für ihre Partner oder ihre Partnerin, sondern eine kalte Raubtierempathie, um zu spüren, was braucht jemand, damit er sich in mich verliebt, damit er sich an mich bindet, damit er mit mir eine Beziehung eingehen möchte, damit ich ihn an den Angelhaken bekomme. Und dafür werden uns dann unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Sehnsüchte vorgespiegelt und unsere positiven Eigenschaften. Wir schauen dann in einen Spiegel. Wir sehen eigentlich das, worin wir uns verlieben, das ist das, was wir selber in uns tragen. Und meiner Meinung nach ist auch dieser Spiegel schon, also er ist sowieso eine Manipulation, um uns an den Angelhaken zu kriegen, um uns zu binden, damit wir dann überwältigt von diesem Gefühl natürlich in der Entwertungsphase bei der Stange bleiben und immer wieder glauben, es wird ja wieder so werden wie am Anfang, das ist klar. Aber es ist ein Spiegel unserer positiven Eigenschaften, unserer Sehnsüchte, unserer Wünsche, vielleicht unserer eigenen Ideale, die wir ja auch alle haben, obwohl wir wissen, dass das Leben nie ideal ist. Aber es ist auch ein Spiegel, der nicht uns insgesamt widerspiegelt. Wir sind mehr als das, was der Narzisst uns spiegelt. Obwohl es eine sehr liebenswerte Seite ist, die uns das spiegelt. Die wir, und das ist die gute Nachricht, nachdem wir uns endlich aus so einer Beziehung befreit haben, mitnehmen. Diese Seite gehört ja uns. Das sind wir ja selbst. Wir bleiben mit uns zusammen. Wir verlassen uns ja nicht selbst, im Gegenteil. Wir suchen uns aber in der Regel, wenn zumindest das Spiel durchschaut wurde, einen Menschen, der auch er selbst ist und der Eigenschaften hat wie jeder andere. Manche mögen wir nicht. Und wenn das Gesamtbild stimmt, dass das überwiegend so ist, dass wir damit zufrieden sind und sagen, das passt für uns, dann haben wir da nicht nur einen Spiegel unserer selbst, sondern dann haben wir einen Menschen vor uns. Einen Menschen, mit dem man tatsächlich sich auch weiterentwickeln kann. Denn was passiert denn, wenn man nur in einen Spiegel schaut oder nur auf einem Podest stehen würde? Selbst wenn diese Idealisierungsphase ewig anhalten würde, was ja gar nicht möglich ist, was ja auch nicht das Ziel ist, das ist ja nicht der, ist ja nicht, darum sucht sich ein Narzisst keine Partner, um das dann mit ihnen ewig zu machen. Aber was wäre, wenn wir immer auf diesem Podest stehen bleiben würden? Was wäre dann? Wären wir dann wir selbst? Wären wir das, was uns ausmacht mit allen Seiten? Würden wir uns dann weiterentwickeln können? Wenn wir doch so perfekt sind, dann hätten wir ja gar keinen Grund, wenn wir so gut sind, dass wir auf so einem hohen Podest stehen können, dann wären wir wie am Ende angekommen. So als gänge nichts mehr, als könnten wir nichts mehr für uns tun. Das ist kein Leben, meine ich. Aber für viele Menschen ist das vor allem, wenn sie vorher viel Entwertung und viel Missachtung ihrer Person kennengelernt haben, natürlich verlockend. Und ein Grund, sich zu verlieben in einen Menschen, den es gar nicht gibt, der gar nicht existiert, der uns nur manipuliert, um zu benutzen, zu missbrauchen und dann wegzuwerfen. Ja, ich genieße jetzt nochmal das schöne Wetter und sag bis bald und tschüss.